macht sich große Sorgen über die Ausstiegsmentalität der Grünen und sorgt sich um sein Nordrhein-Westfalen, um seine industrielle Basis da, Chemieindustrie, Aluminiumhütten, und will, dass man zu diesen vielen, vielen großen Prozessen, Globalisierung, Digitalisierung, jetzt nicht auch noch Selbstbeschränkungen obendrauf packt. Hat er recht oder hat Frau Göring-Eckardt recht? Natürlich braucht Deutschland eine vernünftige Wirtschaftspolitik und dazu gehört auch eine vernünftige Energiepolitik. Eine Politik ist dann vernünftig, wenn sie sieht, was physikalisch möglich ist und nicht nur, was ökologisch wünschenswert ist. Und wenn man auch einen Blick dafür behält, welche sozialen Folgen Politik hat. Und darüber muss man sprechen. Es ist natürlich völlig abwegig, was die Grünen im Wahlkampf über die FDP gesagt hätten. Wir seien eine Partei der Kohle. Es waren nicht die Grünen, sondern es waren Liberale, die in Deutschland die Subventionen für den Steinkohlebergbau beendet haben. Also wir sind keine Kohlepartei. Und natürlich auch eine. Es ist eine Wahlkampflüge gewesen der Grünen, dass man FDP wählen wolle, wenn man den Klimawandel leugnet. Nicht am Wahlabend, sondern immer schon Monate vorher habe ich klar gesagt, die Interviews können Sie sich raussuchen, dass wir selbstverständlich zum Klimaschutzabkommen von Paris stehen. Ihre Generalsekretärin hat sie nicht. Schauen Sie sich an. Stellen Sie wenigstens jetzt. Stellen Sie. Wir müssen da nicht weitermachen. Nein, ich finde auch. Wenn Sie aufhören, die Unwahrheit über die FDP zu sagen, höre ich auf, oft die Wahrheit über die Grünen zu sagen. Sehr lustig. Ja? Und jetzt kommen wir zu den. Jetzt kommen wir zu den Punkten. Zu überheblich. Komm. Kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen. Ich will Ihnen nur sagen, kann man ja sich noch mal anschauen, die Interviews im Wahlkampf. Ist ja jetzt ich habe die nur wahrgenommen. Jetzt konstruktiv. Unser Problem ist, mit einer Energiepolitik, die immer noch im Kern grün geprägt ist, die noch von Jürgen Trittin konzipiert worden ist. Es gibt hohe Subventionen für eine Windkraftanlage, 20 Jahre garantiert für einen Investor. Diese Energiepolitik, Frau Illner, hat zwei Folgen. Erstens, jedes Jahr werden 26 Milliarden Euro umverteilt von der Rentnerin und dem BAföG-Empfänger auf das Konto des Windkraftinvestors. Und zweitens hat es dazu geführt, dass in Deutschland die Kosten pro Tonne eingespartes CO2 so hoch sind wie nirgendwo sonst auf der Welt, sagt der Weltklimarat. Und diese Politik muss verändert werden durch Marktwirtschaft statt Subventionen, keine Quoten, sondern Technologieoffenheit. Also wir sollten wieder marktwirtschaftliche Prozesse nutzen und auf die Kreativität der Ingenieure vertrauen, denn Politologen und Theologen, die wissen nicht besser, wie die Energiewende funktioniert. So, wir sind bei Herrn Dobrindt, der Frage nach nochmal dem der